Es gibt Dinge in dieser Welt, die sind unbegreiflich. Dinge, die wir auch in der Bibel finden. Dinge, wo man sie so liest und wenn man sich das anschaut, dann könnte man meinen, das ist doch unmöglich. Wie soll das menschlich funktionieren? Es kann gar nicht funktionieren. Und doch funktioniert es. Aber nicht menschlich, sondern es kommt aus einer anderen Quelle. Die wahre Kraftquelle für einen Menschen kommt immer aus Gott. Wenn ein Mensch kraftvoll leben will, dann braucht er Gott. Er braucht die Quelle, aus der diese Kraft kommt, damit er die Kraft bekommt, um so zu leben, wie er es sich vorstellt oder wünscht. Und oft versuchen wir, die Dinge allein zu tun und werden immer und immer wieder daran scheitern. Und es gibt eine Sache, die ist hochinteressant. Das hat mich selbst sehr beeindruckt, als ich diese Geschichte mal las. Es passierte im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Und wir haben dazu, bevor wir in diese Geschichte hineinschauen, haben wir dazu einen sehr interessanten Vers, den wir in Römer Kapitel 12, Vers 20 finden. Und da sagt uns die Bibel Folgendes: Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Ist das nicht ein bisschen steil, was Gott hier verlangt? Also, wenn wir so dieses Bild haben, was wir kennen auf dieser Erde, die Menschen, ja, wenn du einen Feind hast, also eigentlich ist es ja schon viel verlangt, wenn man den überhaupt grüßt. Aber du sollst ihm Essen und Trinken geben. Also das ist schon etwas, eine richtige Steilvorlage, die Gott uns hier bietet. Aber Freunde, Gott verlangt nichts von uns, was nicht möglich wäre. Und nichts, was er uns nicht schenken wollen würde. Und genau das ist der Punkt. Das ist das, was die Bibel Heiligung nennt. Das ist das, was wir lernen müssen, um vorwärts zu kommen, um anders zu werden, so zu werden, wie Christus war, wie Christus gelebt hat. Und wir wollen uns eine Geschichte mal kurz anschauen. Etwas, was sich ereignet hat im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Dort gab es einen Pastor, der hieß Miller. Und dieser Pastor hatte einen Nachbarn. Der Nachbar, der konnte ihn nicht leiden. Der Nachbar, plötzlich eines Tages kamen Staatsbedienstete, nahmen ihn fest, den Nachbarn. Miller bekam mit, ein paar Tage später, er wurde verurteilt wegen Landesverrat zum Tode. Als Miller das hörte, machte er sich auf, zu Fuß, 60 Meilen zum General Washington. Damals war er noch General, später war er der Präsident der Staaten. Und Miller macht sich auf und geht 60 Meilen zu Fuß, er hatte keine andere Möglichkeit. Und als er dort ankommt, im Büro von General Washington, setzt er sich hin und trägt sein Anliegen vor. Und General Washington hört sich das an und dann stellt er plötzlich eine Frage und sagt: Herr Miller, sind Sie wirklich 60 Meilen zu Fuß gelaufen, um Ihren Freund, Ihren Nachbarn zu befreien, um ein Gnadengesuch für ihn? Ich muss Ihnen sagen, ich kann nichts tun. Landesverrat ist Landesverrat. Ich schätze Ihren Einsatz, Ihr Engagement, aber ich kann nichts tun. In dem Moment sagt Miller: Nein, Mr. Washington, nicht mein Freund, er ist mein Feind. Und Washington schaut ihn ganz verdutzt an, wie ihr Feind. Er ist mein Feind, er hat mich mein Leben lang gehasst. Er hat mir nur Schlechtes getan, nur Böses gewünscht. Aber wieso kommen Sie dann? Das spielt doch keine Rolle. Ich habe ihn immer gern gehabt. Als Washington das hört, unterschreibt er das Gnadengesuch, drückt es dem Miller in die Hand und sagt: Heute Abend wird seine Hinrichtung sein. Dort und dort laufen Sie schnell. Wenn Sie schnell ankommen, kommen Sie rechtzeitig, geben Sie mein Gnadengesuch ab, geben Sie meine Unterschrift dort ab und es wird alles in Ordnung sein. Und Miller macht sich auf und läuft 20 Meilen, das sind gute 30 Kilometer, und läuft, was das Zeug hält, und kommt noch rechtzeitig, dort war schon die Scharen versammelt, auf so einem Platz, wo der Nachbar hingerichtet werden sollte. Und als der Nachbar sieht, da kommt Miller mit einem Zettel in der Hand,
schaut er so hämisch auf ihn herab und sagt, na Miller, bist du gekommen, um zu sehen, wie man mich erhängt? Und in dem Moment geht Miller auf ihn zu und sagt, nein, ich bin wegen was anderem gekommen. Und reicht ihm das unterschriebene Gnadengesuch und danach den Beamten, die dort waren. Als der Nachbar das sah, hat er Tränen in den Augen, er konnte nicht mehr anders und er brach zusammen innerlich. Und von da an, wird uns berichtet, waren sie die besten Freunde. Warum erzähle ich diese Geschichte? Es ist möglich, Dinge, die wir nicht verstehen, Dinge, die wir menschlich gesehen nicht begreifen und sagen würden, ein Feind, es ist ja schon viel verlangt, wenn ich den grüße auf der Straße, aber dass ich dem helfe, dass ich so viel für ihn tue. Und Miller hat sich eingesetzt, er hat wirklich im wahrsten Sinne des Wortes seinen ganzen Schweiß daran gelassen, dass dieser Mensch freikommt, dass dieser Mensch nicht stirbt. Freunde, genau das hat Jesus mit uns auch getan. Er hat alles getan. Und die Bibel sagt uns, als wir noch Feinde waren, Feinde Gottes, also Sünder, ist er für uns ans Kreuz gegangen. Und er liebt die, und das hat er am Kreuz bewiesen, die ihn hassen. Wie oft hört man heute über Jesus Dinge, wo Menschen einfach so leichtfertig daherreden, ohne zu wissen, was Jesus wirklich für uns empfindet und getan hat. Und es war bedeutend mehr, als Miller für seinen Nachbar empfunden und getan hat. Und aus diesem Grund möchte ich uns diesen Jesus ans Herz legen. Er liebt dich wirklich. Er liebt dich mehr, als du denkst. Und er ist in der Lage, dein Herz so zu verändern, dass das, was Miller getan hat, für dich keine fremde Sphäre ist, sondern dass das Wahrheit auch in deinem Leben wird. Gott ist in der Lage, alles in uns zu vollbringen. Die Frage ist, ob wir die Tür öffnen und ihn hineinlassen. Das ist alles, was sich Gott wünscht. Gott helfe uns dabei. Amen.